Wie versprochen, geht's jetzt weiter. Jo. Schon wieder was gewonnen. Und wir gucken mal, was das Mist... Zelda uns da vom Kopf werfen wollte. Oh. Ja. Die Ocarina der Zeit haben wir erhalten. Frucht. Das ist cool. Nett. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Kann ich nicht weg tun. Boah, blend, Link. Nun, dass du die Ocarina in den Händen hältst. Bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Das Lied öffnet das Zeitportal. Eine Epic-Sequenz. Ja, verspielt. Und direkt der erste Ton voll daneben gesammelt. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitaltar. Alter. Ah. Hier bin ich wieder. Wo man doch eigentlich sagen muss, dass das Zeitportal von Skyward Sword auch schon richtig dick war, oder? Ja, das war cool. Wobei ich dachte, bei dem Zeitportal, dass man dann in eine andere Welt gezogen wird und dass quasi dann das Spiel einen anderen Grafikstil bekommt. Was nee. Das habe ich gedacht. Das wäre ultra geil. Das wäre nicht total der Stilbruch in dem Spiel. Dann wäre es nämlich quasi, das wäre eine echte Überraschung gewesen. Ja, Link hätte sich erstmal einen Porsche gekauft und wäre dann rumgefahren. Oh ja. Komm her. Jetzt genug Geld für eine Runde. Eine Runde? Fang den Schnaps. Nee, für eine Runde Krabbelmabbel. Ja. Stimmt eigentlich. Und das ist die besagte Zitadelle der Zeit. Ist sie nicht schön? Lesen. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Seltsam. So steht es geschrieben. Ja, stimmt. Die alte Ocarina ist jetzt überschrieben quasi mit der hier. Jetzt haben wir nur noch die. Große Sternchen, ne? Ja, ja. Der hat der Link in seiner Hosentasche aufbewahrt. Unterm Rock. Nein, der bewahrt alles in seiner Mütze auf. Oder das. Oder Navy schleppt das ganze Zeug. Oder der Kameramann, der ihn noch die ganze Zeit filmt. Lach. Das ist so episch. Thank you.
Jetzt hätten wir das Zeitportal geöffnet. Ich verwirre dich da an allem hängen. Was ist das? Link, ist das nicht? Diese legendäre Klinge. Das Master Schwert. Jetzt ins Bonuslevel gehen. Ja. Die rote Mütze fliegen. Und das ist auch so ein Magic Moment in dem Spiel. Für mich. Finde ich immer geil. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Ich nehme wieder reinstecke. Link, wach auf. Du bist der Auserwählte. Oh, es ist blau. Bin ich. Die Musik. Aha. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfels zogst, öffnet das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht, schau dich an. Ja. Das ist echt zu gut. Navy, voll ausrasten. Sieh nur, Link, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Du bist jetzt 51. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Rechten den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist. Jo. Nein, bitte nochmal. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelsten Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast. Hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch... Was? Ich kann überhaupt nicht mehr. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering. Selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich die Halle der Weisen noch schützen. Lediglich.
Doch nun, doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen bleibt erhalten. Blieb erhalten. Wenn die Kraft jeder der sieben Weisen wieder geweckt wird, kann mit dem Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu erwecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwertes dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun und erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Du würdest verleihen sagen, oder? Ja, kann sein. Ja, schon hätten wir ein Amulett, ne? Das Amulett des Lichts. Rauru der Weise gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Erreicht. Wie ihr seht, dieser Let's Play-Teil ist vollgestopft mit Story. Wow, nicht ganz. Ja, aber schon viel. Viel zu lesen, viel zu verstehen, viel zu kombinieren und da sind wir aber wieder. Aber gehört ja auch dazu, ne? Ja, natürlich. Also ein Spiel und Story ist dann auch wieder mal ein bisschen... Nee. Also gerade in Zelda finde ich die Story wichtig. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wirklich sieben Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Stimmt, man kann den Boomerang nicht mehr benutzen. Wow. Die Feen stört auch nicht. Hm, stimmt. Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den fünf Tempeln. Den. Einer in den dunklen Wäldern. Einer auf dem hohen Berg. Einer im tiefen See. Einer an der Stätte des Todes. Einer innerhalb der Göttinnen des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um die Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurde. Ich bin Shik. Ich gehöre dem letzten Überlebenden der Shika. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den fünf Tempeln und befreie die dort eingesperrten fünf Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dir der Schlüssel zum Tempel sein soll. Nein, ich weiß. Hast du mich verstanden, Link? Nein. Ich kann nicht mal auswählen. Ja. Oh, da ist der gute Schick. Ein schicken Fummel. Das Mädchen auf dem Wald zu retten, brauchst du einen weiteren Ausrüstungsgegenstand. Geh zurück nach Kakariko. Ja, machen wir das, ne? Ja. Und? Kannst du nicht jetzt hier einmal raus und reingehen? Danach erst. Echt? Ich dachte, das würde jetzt schon gehen. Ja, das dachte ich auch. Wäre auch sinnvoll eigentlich, ne? Oder? Aus der Zitadelle rausbleiben. Zitadelle, Es ist ziemlich dunkel geworden hier bei uns, ne? Jo.
genießen wir hier die Monitorbräune. Oh, was ist los? Das sieht aus wie vorher. Ja, fast, ne? Nur weniger idyllisch. Vielleicht soll ich ihr mal hier ihm die Ocarina zeigen. Hab ich mir gedacht. Nee, das macht das automatisch. Ja, dann geht's doch nicht. Ja. Schade. Kann ich alles haben im Leben. Das ist ja wie unser Motto fast, ne? Pass auf. Oh, es ist hell geworden. Oh, und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Link 7 Jahre älter geworden, dadurch auch reifer, dadurch auch größer, dadurch auch vielleicht stärker. Wer weiß. Wer weiß. Und hat auch eine tiefere Stimme bekommen. Es gibt eine Person, die weiß alles. Wie meinst du das? Ja, es gibt eine Person, die ist allmächtig, die weiß alles. Im Spiel oder jetzt auf der Welt? Auf der Welt. Okay. Das ist die Zwiebelmaus. Wie ihr seht, die Brücke hier ist kaputt. Das ist egal, Tag oder Nacht, ja. Man kommt jetzt immer rein. Ihr könnt jetzt immer nach Hyrule gehen. Und wir sollten ja nach Kakariko gehen. Vielleicht hat sich ja da auch was geändert. Ich bin mal gespannt. Oder sollen wir vorher noch zur Farm gehen? Du hast 79 Rubine, mach das. Mach ich. Du machst Fisch? Ich mag Fisch, ja. Fisch schmeckt gut.